Herzlich willkommen zum dritten Six Science Talk unseren knapp 60 Gästen. Ich freue mich wieder, Sie durch diese knapp einstündige Veranstaltung zu führen. Mein Name ist Ina Meinelt, ich bin die Geschäftsführerin der P3M Marketing GmbH hier in Chemnitz mit dem Schwerpunkt Innovationsmarketing. Sie sind in Bild und Ton ausgeschaltet, das hat DSGVO-Gründe. Sie können aber jederzeit Fragen im Chat stellen und an unsere drei Referenten richten, die Sie jetzt schon eingeblendet sehen, Dr. Knoll, Dr. Safarik und Dr. Anger. Bitte schreiben Sie im Chat immer, an wen Sie die Frage richten. Das erleichtert uns dann die Zuordnung. Diese Veranstaltung wird wieder auf YouTube erscheinen. Das heißt, wird in Bild und Ton aufgezeichnet werden, sodass Sie den Link auch gerne an Kollegen teilen können, die vielleicht nicht die Möglichkeit hatten, heute dabei zu sein. Am Ende der Veranstaltung werden wir Ihnen einen Link einblenden zu einer kurzen Feedback-Umfrage. Wir möchten uns natürlich gerne mit den Six Science Talks verbessern und dazu erbitten wir einfach Ihre Anregungen und Ideen und vielleicht haben Sie ein spannendes Thema, was Sie uns gerne mitteilen möchten. Unser heutiges Thema Klima und Energie wird uns mal dann präsent als Herausforderung, wenn wieder brisante und auch erschreckende Nachrichten um die Welt gehen. Und das war letzte Woche der Fall. In der Arktis ist die durchschnittliche Jahrestemperatur in den letzten 50 Jahren dreimal so schnell angestiegen wie auf dem Rest der Welt. Und in Teilen von Russland haben wir zurzeit einen Hitzerekord von 32 Grad. In der Antarktis hat sich der weltgrößte Eisberg A76 abgelöst mit einer Länge von 170 Kilometern, 25 Kilometer Breite, größer als Mallorca, unvorstellbar. Und das alles als Folge der Klimaerwärmung. Unsere drei Experten heute werden den Forschungsblickwinkel ganz unterschiedlich auf Klima und Energie legen. Mit dabei eben Dr. Safarik vom Institut für Luft- und Kältetechnik aus Dresden. Mal kurz ein Handzeichen. Der Name ist ja auch mit eingeblendet. Sie sehen ihn unten. Dann Dr. Anger vom Gastechnologischen Institut in Freiberg. Und Dr. Knoll von der Papiertechnischen Stiftung in Heidenau. Ich möchte Ihnen die drei Herren gern kurz vorstellen. Dr. Safarik ist Leiter des Hauptbereiches angewandte Energietechnik. Er hat in Köthen Verfahrenstechnik studiert, an der Otto von Guericke Universität promoviert, ist seit 2002 schon am Institut für Luft- und Kältetechnik und leitet ein Team von 14 Mitarbeitern. Er hat zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Deutschen Kältepreis und den Eco-Innovation, den Zukunftspreis für Energie, Klima und Umwelt in Sachsen für sein Aquaheat-Konzept, das er uns dann auch noch mal näher vorstellen wird. Dr. Anger ist Fachgebietsleiter Gasverfahrenstechnik. Er hat Umweltengineering studiert an der TU Bergakademie Freiberg, arbeitete dort als wissenschaftlicher Mitarbeiter und hat 2015 im Bereich Verfahrenstechnik promoviert. Im Sommer 2015 begann er dann seine Tätigkeit als Projektleiter am DBI, Gastechnologischen Institut. Und seit Januar 2020 ist er Fachgebietsleiter für Gasverfahrenstechnik. Dr. Knoll ist Leiter der Abteilung Funktionswerkstoffe in Heidenau. Er begann seine akademische Laufbahn an der TU Chemnitz mit einem Chemiestudium, promovierte zur Atomlagenabscheidung anorganischer Materialien auf Kohlenwasserstoffen, war wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Uni Bayreuth und leitete dort eine Arbeitsgruppe bei Technologien. Seit 2017 ist er in Heidenau tätig und 2019 wurde er dann Abteilungsleiter. Dr. Knoll ist für den Otto von Guericke Preis 2021
mit dem Forschungsprojekt Entwicklung poröser papiertechnisch hergestellter Titan-Stromverteiler nominiert und gehört zu den drei Finalisten. Dazu wird er uns dann auch noch berichten zu dem Projekt und wir drücken jetzt schon den Daumen für die Preisverleihung im Dezember. Und ich glaube, Sie haben eben bei Ihrem Promotionsthema kurz die Stirn gerunzelt. Da war was falsch. Ja, es ist nicht auf Kohlenwasserstoffen, sondern auf Kohlenstofffasern habe ich das abgeschieden. Gut. Alles gut. Das müssen wir richtigstellen, auf alle Fälle. Bevor wir in die Vorträge einsteigen, würde ich Ihnen gerne auch den neuen Teilnehmern noch mal kurz die Sächsische Industrieforschungsgemeinschaft, die SIG, vorstellen. Sie wurde 2014 mit dem Hauptziel der Steigerung der Innovationsfähigkeit der sächsischen Wirtschaft gegründet. Es sind 19 gemeinnützige Institute in Sachsen dort Mitglied und es wird ein sehr, sehr großes Spektrum an Forschungsthemen und Forschungsgebieten vertreten, wie zum Beispiel Lederchemie, Kunststoffe, Holz, Papier, Textil, Keramik, Musikinstrumente, Maschinenbau, Umformtechnik, Luftklimatechnik, Kältetechnik, Energie- und Umwelttechnik sowie Konstruktion und Leichtbau. Insgesamt sind in der Forschungsgemeinschaft über 1000 Mitarbeiter beschäftigt und dieser Online-SIG Science Talk wurde ins Leben gerufen, um einfach den Technologietransfer weiter mit der Wirtschaft im Leben zu erhalten und die Wissenschaft in der Wirtschaft präsent zu machen und trotz der Situation, die wir haben, die Corona-Pandemie, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, dort nochmal der Hinweis im Anschluss der Veranstaltung auf unseren Feedbackbogen, wo wir Sie bitten, uns auch Ihre Themen, die Sie bewegen, mitzuteilen, damit wir diese Veranstaltungsreihe auch nach Ihren Wünschen aus der Industrie gestalten können. Ich würde jetzt bitten, Dr. Safarik, dass er eingeschaltet bleibt. Dr. Knull und Dr. Anger würden sich stumm schalten und das Bild genau ausschalten. Dr. Safari, Aquathermie ist heute Ihr Thema, die Nutzung von Gewässern als leistungsfähige Wärmequellen. Ja, wie das auch im Wind funktionieren kann, das fragen sich natürlich Laien und ich denke, da werden wir bei Ihnen dazu Antworten bekommen. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Meinelt, für die Einführung. Das Thema ist genannt, wurde auch schon vorgestellt. Können wir also gleich loslegen mit der nächsten Folie zur Motivation. Es wird ja viel über die Energiewende gesprochen, aber wenn man sich das mal etwas genauer dann anschaut, dann sieht man, dass die Energiewende bis jetzt eigentlich eine Stromwende ist und die beiden anderen großen Sektoren, nämlich der Wärmesektor und der Verkehr, dort ziemlich hinterherhängen, was den Anteil der Erneuerbaren betrifft. Sie sehen das hier in dieser Grafik vom Umweltbundesamt. Also gerade auch in den letzten Jahren, seit 2010, hat sich im Wärmebereich nicht wirklich signifikant etwas getan. Und das soll und muss sich natürlich ändern. Und es besteht, denke ich, weitgehende Einigkeit darüber, dass elektrisch angetriebene Wärmepumpen als effiziente Form der elektrischen Wärmeerzeugung dort eine maßgebliche Rolle spielen müssen auf dem Weg zur nachhaltigen Wärmeversorgung. Auf der nächsten Folie sehen wir mal zwei Beispiele, wie so Wärmepumpen aussehen können im kleinen Leistungsbereich, also eher Einfamilienhaus. Das ist eine luftbeaufschlagte Wärmepumpe, also eine Wärmepumpe benötigt ja immer eine Wärmequelle. Und diese Wärmepumpe nutzt Luft. Die Luft ist sehr einfach zu erschließen, hat aber den Nachteil, dass sie dann, wenn man viel Heizwärme benötigt, ist die Luft auch besonders kalt. Das macht die Wärmeerzeugung, die Wärmepumpe dann ineffizient. Und insbesondere bei größeren Leistungen ist das Problem, dass man dann sehr viel Luft durch diesen Wärmetauscher transportieren muss. Und Lufttransport ist dann auch immer mit Geräuschen verbunden und gerade in urbanen Gebieten ist das natürlich ein Problem. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Wärmepumpe, die Wasser als Wärmequelle nutzt und auch einen wesentlich größeren Leistungsbereich. Also hier sind wir dann schon mehrere hundert kW.
Ja, welche Wärmequellen werden neben der Luft bislang genutzt? Das ist hauptsächlich das Erdreich. Da hat man ziemlich hohe Erschließungskosten, gibt es unterschiedliche Technologien, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Und ich möchte mich konzentrieren auf eine weitere Wärmequelle, die in Deutschland bislang wenig genutzt wird, aber in der Schweiz, auf der nächsten Folie kann man das gut sehen, da ist mal eine Übersicht der Wärmepumpenanlagen, die Gewässer als Wärmequelle nutzen, also die roten Punkte, das sind alles schon umgesetzte Anlagen und weitere Anlagen sind geplant. Und die Schweiz ist ja generell auch ein Vorreiter, was die Wärmepumpennutzung betrifft und eben auch im Bereich der Aquathermie ist das der Fall. Anderes Beispiel für ein Land, was schon ziemlich weit fortgeschritten ist in diesem Bereich, ist Norwegen. Auf der nächsten Folie sehen wir mal eine Anlage, die in der Nähe von Oslo in einem Vorort in Drammen installiert ist. Dort werden knapp 14 Megawatt, also schon eine erhebliche Leistung, Wärme generiert. Und die Wärmequelle dort ist Wasser aus dem angrenzenden Fjord. Dort sind sehr günstige Bedingungen. Da hat man selbst im Winter Wassertemperaturen in 40 Meter Tiefe von 8 bis 9 Grad Celsius und kann dieses Wasser dann abkühlen auf ca. 4 Grad Celsius. Und die aufgenommene Wärme wird dann mittels der Wärmepumpe auf 90 Grad Vorlauftemperatur gebracht und damit ein konventionelles Fernwärmenetz gespeist. Auch andere Länder in Europa, auf der nächsten Folie sehen wir mal ein Beispiel aus den Niederlanden, haben das Potenzial der Aquathermie erkannt. In Holland gibt es ein Netzwerk Aquathermie, was sozusagen die verschiedenen Player dort zusammenbringt und diese Anwendung weiter voranbringen möchte. Ja, nun gibt es natürlich bei der Aquathermie Vorteile. Auf der nächsten Folie sind die nochmal zusammengefasst. Also Wärmepumpen benötigen leistungsfähige und auch effiziente Wärmequellen. Effizient heißt im Wesentlichen möglichst hohe Temperaturen. Also Abwärme bietet sich natürlich an und Gewässer haben den Vorteil, dass die Temperatur nach unten hin quasi auch ziemlich konstant ist, weil kälter als 0 Grad kann ein Gewässer nicht werden in der Regel. Und gerade auch in den Gebieten des Strukturwandels, Tagebauseen und so weiter, besteht ein sehr großes Potenzial zur Nutzung dieser Gewässer. Natürlich bestehen dort auch Herausforderungen. Da ist zunächst zu nennen die im Winter geringe Wassertemperatur, die dann einen sensiblen Wärmeentzug, das heißt also einen Wärmeentzug durch Abkühlung, durch Temperaturabsenkung, dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr erlaubt. Das heißt, dann würde es in der Wärmepumpe zum Einfrieren kommen, auch zur Zerstörung der Anlage. Auf jeden Fall würde sie nicht mehr funktionieren. Ein weiterer Punkt ist, dass die Entfernung zum Gewässer unter Umständen zu groß ist. Gerade wenn die nutzbare Temperaturdifferenz gering ist, dann kann der Pumpaufwand dort wesentlich ins Gewicht fallen. Es können Verschmutzungsprobleme auftreten an Wärmeübertragern oder auch genehmigungsrechtliche Probleme, weil mit wassergefährdenden Stoffen, sei es Glykol oder sei es Kältemittel, in den Wärmepumpen hantiert wird. Und für diese genannten Herausforderungen haben wir ein Lösungskonzept entwickelt. Das ist die Vakuum-Flüssigeis-Technologie. Die würde ich Ihnen vorstellen auf der nächsten Folie, wie es funktioniert. Bitte noch einmal klicken, da ist eine Animation drin. Genau, vielen Dank. Also das Verfahren wird auch Triple-Punkt-Verfahren genannt. Sie sehen hier das Phasendiagramm von Wasser und es gibt einen charakteristischen Punkt in diesem Phasendiagramm. Das ist der Triple-Punkt. Der ist gekennzeichnet von einem Druck von 6 Millibar und 0 Grad Celsius Temperatur. Und an diesem Punkt liegen Eis, Wasser und Wasserdampf im Gleichgewicht vor. Und an diesem Gleichgewichtspunkt arbeitet auch das Verfahren. Sie sehen auf der linken Seite mal ein Schema. Also es ist ein Behälter mit einer Wasservorlage und aus dieser Wasservorlage heraus wird jetzt Wasser verdampft. Der Wasserdampf wird über einen Turboverdichter auf ein höheres Druckniveau gebracht und dann bei dem höheren Druck, der dann auch einer höheren Temperatur entspricht, wieder kondensiert. Und bei der Kondensation wird die Wärme abgegeben an eine nachgelagerte Wärmepumpe. Und das ist sozusagen der Nutzeffekt, der in dem Moment hier erzielt wird.
wenn es um die Aquathermie geht. Dieses Verfahren, dieses Triebelpunktverfahren ist das effizienteste Verfahren zur Eiserzeugung, weil die höchstmögliche Verdampfungstemperatur des Kältemittels erreicht wird, die nahe 0 Grad Celsius liegt. Weitere Details kann ich jetzt aus Zeitgründen leider nicht eingehen. Auf der nächsten Folie sehen wir nochmal eine Gesamtanlage, wie sie sich typischerweise darstellen würde. Also man hat das Gewässer, es kann ein Fließgewässer oder Standgewässer sein. Dort wird das Wasser entnommen, in den Verdampfer der Anlage geführt. Dort wird ein Teil des Wassers eben verdampft. Das Kondensat oder der Dampf kondensiert ja dann. Das Kondensat wird wieder zurückgeführt. Es geht also kein Wasser verloren, es wird auch kein Wasser verbraucht. Es wird nur dem Wasser die Wärme entzogen. Und wenn das Wasser eben schon sehr kalt ist im Winter, dann kommt es bei diesem Prozess zu einer Teilvereisung des Wassers, sodass dann letztlich ein Eis-Wasser-Gemisch, was pumpfähig ist, wieder in das Gewässer zurückgefördert werden kann. Die Anlage liefert ein Temperaturniveau von ungefähr 10 bis 12 Grad Celsius und das dient dann wiederum als Wärmequelle für eine nachgelagerte Wärmepumpe, mit der ja quasi ein beliebiges Temperaturniveau erreicht werden kann, wobei natürlich wie für alle Wärmepumpen gilt, je geringer der Gesamttemperaturhub, umso höher ist die Effizienz. Auf der nächsten Folie sieht man dann nochmal eine mögliche Einbindung hier jetzt in ein kaltes Netz. Also das heißt, die Wärmeverteilung zu den Gebäuden findet hier auf einem Temperaturniveau von ungefähr 10 Grad Celsius statt. Das erleichtert zum Beispiel die Isolierung der Rohrleitung, die dann nicht notwendig ist. Und man kann dezentral in den einzelnen Gebäuden dann genau das Temperaturniveau erzeugen, was jeweils benötigt wird. Im folgenden Diagramm auf der nächsten Folie sieht man mal ein Beispiel für die enorme Reduktion der Wassermenge, also die dann auch einhergeht mit dem Pumpaufwand, den ich schon erwähnt hatte. Hier mal ein Beispiel, wenn ich eben Wasser zur Verfügung hätte aus einem Gewässer mit 6 Grad Celsius und ich kann das auf 2 Grad Celsius abkühlen. Und im Vergleich dazu nehme ich jetzt Wasser, was 4 Grad Celsius hat und ich kühle das auf 0 Grad ab und erzeuge gleichzeitig noch 10% Eis in diesem Wasserstrom, dann kann ich die Wassermenge, die benötigt wird, also die zirkuliert, um 2/3 reduzieren. Neben der Nutzung von Gewässern können, wie auf der nächsten Folie dargestellt, natürlich auch sozusagen gebaute Gewässer, also sprich Wasserspeicher oder Eisspeicher als Wärmequelle fungieren. Das ist mit der Technologie genauso möglich. Der große Vorteil hier ist, dass man quasi eine Wärme-Kälte-Kopplung erreicht. Das heißt, die Kälte, die ich erzeugt habe, um Wärme zu gewinnen, die wird jetzt nicht sozusagen einfach an die Umwelt zurückgegeben, sondern diese Kälte wird gespeichert und kann dann zeitversetzt zu Kühlaufgaben verwendet werden. Und hier ist besonders interessant, dass man durch die Pumpfähigkeit des Eises auch den Bereich der Lebensmittelkühlung, sei es in der Herstellung als auch in der Lagerung, als Anwendung erschließen kann, weil ich dieses Eis eben pumpen kann und bis letztlich in den Kühlraum fördern kann und damit sehr geringe Temperaturverluste bewerkstelligen kann. Ja, nochmal die nächste Folie bitte. Da müssten wir ein Beispiel für eine solche Anlage sehen. Genau, das ist eine Anlage, die wir gebaut haben. Die wird zur Kältespeicherung eingesetzt in einem Rechenzentrum, nur dass Sie mal einen optischen Eindruck bekommen, wie solche Maschinen aussehen. Und das AquaHeat-Konzept wird jetzt erstmalig Anfang nächsten Jahres im Rahmen eines Forschungsprojektes von uns demonstriert werden am Standort Zittau, an dem kleinen Flüsschen Mandau, und würde mich freuen, wenn ich Ihnen dann bei nächster Gelegenheit dann auch mal von den Ergebnissen dort berichten kann. Ansonsten wurde ich gebeten, auch noch aufzuschreiben, wo wir Partner suchen. Das habe ich auf dieser Folie getan. Also zunächst mal suchen wir natürlich Investoren für eine Markteinführung und vor allen Dingen auch für eine Skalierung in den notwendigen größeren Leistungsbereich, Megawattbereich. Weiterhin sind wir angewiesen auf Fertigungspartner, sei es im Behälterbau als auch im Rohrleitungs- und Anlagenbau.
Und natürlich suchen wir Anwender, also Unternehmen mit großem Wärme- und Kältebedarf, Stadtwerke, Fernwärmebetreiber oder auch Quartiersentwickler. Damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen. Vielen herzlichen Dank, Dr. Safarik. Total spannendes Thema. Und wir haben gleich eine Frage. Sie haben ja gesagt, Zittau, dort wird es eine Modellanlage geben. Eine Frage bezieht sich auf die Kühlung von Talsperren. Welches Potenzial sehen Sie dort? Und gibt es Kooperationen hier in Deutschland, zum Beispiel mit dem Talsperrenverband? Also mit dem Thüringer mit der Thüringer Talsperrengesellschaft ist genau in dem Begriff nicht parat, hatten wir schon Gespräche geführt, in der Tat. Da ging es aber weniger um den Aspekt, dass man die Talsperre jetzt kühlt, sondern es wird eben, also im Thüringer Bereich ist es so, dass es dort eine Wasserleitung gibt, die letztlich dann in Erfurt in einen Fluss mündet und quasi Wasser dort eingeleitet wird. Und die Idee war oder ist, dieses Wasser noch, also den thermischen Energieinhalt zu nutzen, bevor man das Wasser dort ablässt. Generell eignen sich natürlich Talsperren auch als stehende Gewässer für diese Wärmenutzung, wobei wir natürlich den Fokus darauf legen, eben Wärme bereitzustellen für eine Gemeinde oder für ein Hotel oder dergleichen und jetzt nicht so sehr den Fokus darauf haben, dass wir dem Gewässer jetzt damit Gutes tun. Wir denken, dass wir ihm Gutes tun, weil sich die Gewässer aufgrund des Klimawandels auch schon erwärmt haben und wir ja letztlich dem Gewässer Wärme entziehen und das gerade bei Talsperren sicherlich für die Wasserqualität auch förderlich ist. Aber ob man da jetzt einen signifikanten Effekt erreichen kann, das haben wir noch nicht bewertet. Also hängt von der Größe der Anlage natürlich auch ab. Wer wird in Zittau Nutznießer sein Ihres Projektes? Also wem wird die Energie zugeführt? Wem wird die Wärme, genau. Also Ziel war es eigentlich, dass wir die Wärme in das Fernwärmenetz der Stadtwerke Zittau einspeisen. Mhm. Allerdings musste das Projekt finanziell sozusagen eingedampft werden. Sodass dieser Part in dem ersten Abschnitt, den wir jetzt sozusagen bewilligt bekommen haben, leider nicht umgesetzt werden kann, sondern wir können dort erstmal keine Wärmenutzung realisieren. Wir sind aber stark bemüht, dort auch den zweiten Schritt, der ohnehin geplant war, zu realisieren und dann tatsächlich auch bis zur Einspeisung in das Fernwärmenetz der Stadtwerke das zu realisieren. Okay. Vielen Dank jetzt mal an die Stelle und liebe Gäste, Sie können Ihre Fragen schreiben in den Chat. Wir werden nach allen drei Vorträgen dann nochmal eine kurze Diskussionsrunde haben und sind bemüht, dort alle Fragen zu beantworten. Vielen Dank an Dr. Safarik. Ich möchte Dr. Anger zu uns bitten. Da ist er. Dr. Anger, Möglichkeiten der Einbindung von Biogas in Power-to-X-Konzepte werden von Ihnen uns jetzt gleich vorgestellt mit zwei spannenden Projekten. Und Sie sagen, die alternative Biogasnutzung könnte die Reduzierung fossiler Brennstoffe mit sich bringen. Ist das so richtig? Kann ein Teil dazu beitragen. Okay, gut. Dann freuen wir uns auf Ihren Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Meinelt, für die einleitenden Worte. Und hallo nochmal in die Runde. 10 Minuten haben wir Zeit. Ich würde da ziemlich schnell in die Agenda wechseln, um auch den Zeitrahmen nicht zu sprengen für meinen Vortrag. Also Nutzung Biogas in Power-to-X, wie man das koppeln kann. Zunächst ein paar Worte zu unserer Motivation. Warum beschäftigt sich die DWI-Gruppe genau mit diesen Themen? Das sind sehr spannende Themen aus energiewirtschaftlicher, aber auch aus verfahrenstechnischer Sicht. Worum geht es bei der alternativen Biogasnutzung? Das steht noch gar nicht so direkt drin bei Power2X. Es geht im Kern um chemische Wertstoffe, die man damit generieren kann. Wir haben hierzu auch Projekte laufen bei der DWI-Gruppe, die zum Teil begonnen, zum Teil ist man da in der Mitte, zum Teil kurz vorm Abschluss mit Demonstrationsanlagen,
die da jetzt bald in Betrieb genommen werden, würde ich was dazu sagen und das Ganze dann am Ende natürlich zusammenfassen. Schauen wir mal auf die erste Motivationsfolie. Ein Teil der Motivation sind natürlich die spürbaren klimatischen Veränderungen der letzten Jahre, insbesondere die ja doch korrelieren mit den anthropogenen CO2-Emissionen. Ja, hier mal dargestellt an den jährlichen Dürrestärken in Deutschland der letzten 20 Jahre. Und wenn man auf die nächste Folie schaut, ist natürlich dann der Punkt der nächsten Folie, ja, danke, der nächsten Folie, das Wort Klimawandel natürlich, würde ich jetzt nicht näher ausführen. Ein weiterer Teil unserer Motivation ist ein volkswirtschaftlicher Aspekt. Wir stehen am Beginn der Post-EEG-Phase für Biogasanlagen. Es gibt schon erste Anlagen, die nicht mehr gefahren werden. Zugebaut wird keine mehr aktuell. Und diese Biogasanlagen, diese bedürfen alternative Wertschöpfungsketten. Immerhin tragen diese mit bis zu 33 Terawattstunden pro Jahr an der Stromerzeugung aktuell in Deutschland bei. Und weiterer Aspekt der Motivation, was in letzter Zeit immer mal so ein bisschen in den Hintergrund rückt, was aber früher eigentlich immer das Ausschlaggebende war, die fossilen Energieträger sind endlich. Irgendwann sind sie alle. Ne? Sie kennen die Diskussionen der letzten Jahrzehnte immer Peak Oil, Peak Gas. Das hat sich dann aufgrund neuer Technologien und höherer Preise immer weiter in die Zukunft verschoben. Nichtsdestotrotz, irgendwann ist das Zeugs alle. Und dann brauchen wir alternative Technologien. Und diese entwickelt man nicht in einem Jahr, nicht in 5 Jahren. Für diese braucht es doch eine ordentliche Vorlaufzeit, wenn es soweit ist, ob sie alle sind oder halt durch Regularien dann auch natürlich von der Bildfläche verschwinden, dann hier auch ansetzen kann. Und Biogas und Power2X können hier gemeinhin natürlich einen Beitrag leisten. Motivation weiterhin mal, um ein paar Zahlen zu nennen, das Potenzial ein bisschen zu beschreiben. Wir haben aktuell ca. 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland stehen. Diese haben im letzten Jahr ungefähr 20% der Stromerzeugung in Deutschland beigetragen. Und wenn man jetzt mal schaut, hier mal ein paar Zahlen von 2019, 2017 mal zusammengefasst, ca. 6-7 Terawattstunden wurden abgeregelt. Zum Teil, weil das Netz einfach voll war, weil man es nicht exportieren konnte oder aber natürlich die Windstärken mitunter auch dafür gesorgt haben, dass eine Anlage nicht mehr sicher betrieben werden kann. Des Weiteren wurden 50 Terawattstunden Strom exportiert, als Beispiel für das Jahr genannt. Der Windanteil hier knapp 19%. Und wenn ich diese in Summe knapp 16 Terawattstunden mal nehme, Strom, die mir irgendwie verloren gegangen sind, damit kann ich mit einer konventionellen Elektrolyseanlage, und die gibt es ja schon, ca. 10 Terawattstunden Wasserstoff könnte ich jetzt schon erzeugen damit. Und das sind in etwa 20% des jährlichen Wasserstoffbedarfs, den wir aktuell in Deutschland haben. Ja, ist vielen gar nicht bewusst, aber wir haben große Wasserstoffverbräuche in der chemischen Industrie, sei es zur Ammoniaksynthese, für Methanol und so weiter. Zu guter Letzt natürlich das Potenzial von Biogasanlagen. 33 Terawattstunden, das ist ja die Stromerzeugung. Wenn man das mal über den Wirkungsgrad eines BHKWs hochrechnet, kommen wir hier auch auf 70 bis 80 Terawattstunden chemisch gespeicherter Energie, die im Biogas vorhanden sind. Und mit diesen Zahlen kann man ein bisschen was anfangen, kann man stofflich und energetisch Prozesse verschalten, um das Ganze weiterhin sinnvoll zu nutzen. Und auf der nächsten Folie, worum geht es da im Kern, was ich Ihnen eigentlich so suchen möchte heute mal darzustellen, alternative Biogasnutzung, chemische Wertstoffe. Power2X, das Power, wissen Sie, wir beziehen uns hier auf regenerative Energien, aus Wind, Photovoltaik und da in der Mitte mal dargestellt die Wasserkraft. In Deutschland jetzt nicht so der Überflieger, allerdings in der Schweiz, in Österreich, aber auch in Norwegen zum Beispiel sind es die Stromerzeuger, die auch eine Grundlast mit dort eine Rolle spielen. Und damit kann ich also Wasserstoff erzeugen und diesen nutzen in der Wärme, in der Industrie oder im Verkehr. Und wenn ich jetzt aus klimafreundlichen Quellen Biogas, das können aber auch industrielle Prozesse an sich sein, das mit einbinde, ist CO2 und Wasserstoff sind die Grundbausteine für eine Vielzahl chemischer Produkte,
die wir auch in vielen Jahrzehnten noch benötigen werden für Polymere, Ethanol, Formaldehyd und so weiter und so fort. Allein für Methanol schon als Grundbaustein für die chemische Industrie, um den Bedarf da auch decken zu können. Und wenn wir da mal weiter schauen auf der nächsten Folie, der Markt für solche Stoffe wächst weltweit. Hier mal ein Beispiel von Methanol und DME dargestellt. Ja, aktuell grau produziert, das heißt, die kommen aus fossilen oder werden durch fossile Quellen hergestellt, Kohle, Kohlevergasung, Erdgas, Dampfreformierung zur Herstellung von Olefin, Formaldehyd und Kraftstoff, als Treibmittel für Spraydosen, als Kältemittel oder als Treibstoff an sich. Und wir haben ja mal ein paar Zahlen hingeschrieben, eine Biogasanlage mit 1300 Kubikmeter pro Stunde, Output und eine Elektrolyse von 3 Megawatt installierter Leistung, haben Sie die Möglichkeit, hätten Sie theoretisch reinstofflich und energetisch pro Jahr 10.000 Tonnen Methanol oder 7.000 Tonnen DME oder 3.000 Tonnen Treibstoff damit zu generieren. Wir haben das Ganze dann auf der nächsten Folie, sieht man mal, komme ich dann auch schon zu unseren Projekten, die wir hier zu laufen haben. Ein spannendes Projekt bei uns, Flex DME, steht kurz vorm Abschluss. Was machen wir hier? Wir nehmen Biogas, reformieren das in einem Prozess genannt Trockenreformierung. Hierbei reagieren Methan und CO2, die Hauptbestandteile des Biogases, direkt zu einem Wasserstoff-Kohlenmonoxidreichen Gemisch und setzen das in einem Synthesereaktor in einem innovativen Prozess direkt zu DME um. Innovativ warum? Konventionell wird DME in einem zweistufigen Verfahren über das Zwischenprodukt Methanol hergestellt und bei uns im Prinzip mitentwickelt das Verfahren einer einstufigen DME-Synthese, was dann direkt an einer Biogasanlage als Gesamtprozess dargestellt wird. Und die Anlage ist jetzt gerade in der Endfertigung, wird dann aufgebaut und geht dann in kurzer Zeit direkt in die Inbetriebnahme an einer Biogasanlage. DME selbst ist ein farb- und geruchloses Gas, ungiftig, dafür hochbrennbar und kann zum Beispiel ähnlich LPG bei geringen Drücken verflüssigt werden. Man hat damit auch eine gewisse Energiedichte, man kann es gut speichern und transportieren, aber eben auch als chemischen Wertstoff nutzen. Ein weiteres Projekt, was wir bei uns aktuell durchführen und was jetzt im Abschluss ist, das Projekt CoMet. Hier geht es direkt um die Methanolerzeugung für die chemische Industrie und hier auch eine Innovation dabei. Generell ist es so, dass man reines CO2 braucht. Was machen wir? Wir nehmen Biogas, umgehen den Schritt einer separaten CO2-Abtrennung. In dem Fall, das Innovative ist, dass wir das Biogas direkt, also ein Gemisch aus Methan und CO2, in einem 3-Phasen-Reaktor mit Wasserstoff aus der Elektrolyse zu Methanol umsetzen und den Prozess der separaten Abscheidung umgehen. Wir haben hierzu auch eine Versuchsanlage bei uns mitentwickelt und gebaut, die jetzt bei uns am DWI in Freiberg gerade noch in den letzten Zügen der Versuchsfahrten steht und auch gute Ergebnisse geliefert hat. Ein letztes Projekt, was ich Ihnen dann noch vorstellen wollte, ist auf der nächsten Folie zu sehen. Man kann das auch groß mal durchführen, mal direkt in den Prozess der Biogaserzeugung eingreifen. Denn man kann im Prinzip, und das auch gibt es schon Pilotanlagen dazu, direkt in den Prozess der biologischen Fermentation eingreifen und dort Elektrolyse bzw. erneuerbaren Wasserstoff einspeisen. Und was wird da gemacht? Man setzt das CO2, also den Hauptbestandteil von Biogas, mit zusätzlichem Wasserstoff aus der Elektrolyse, aus der Windkraft dann schließlich, zu extra Methan um und kann damit die Ausbeuten erhöhen und kann auch damit eben ein bisschen Flexibilität reinbringen in die doch volatilen anliegenden erneuerbaren Energien. Das Ganze wird am DBI in einem Projekt BioUGS
untersucht. Und hier ist mal so, man nutzt Untergrundspeicher. Davon haben wir auch in Deutschland jede Menge, wo ehemals Erdgas drin gelagert wurde und speist im Prinzip Biogas und Elektrolysewasserstoff ein und lässt dann die Natur im Untergrundspeicher die Methanisierung mit dem Wasserstoff durchführen, um es dann am Ende wieder einer Nutzung zuführen zu können. Genau, und damit bin ich schon auf der letzten Folie. Das ist schon die Zusammenfassung. Biogas, und das können wir bei uns zeigen, kann in PowerTX-Konzepte eingebunden werden und somit auch einen Beitrag zur Reduzierung fossiler Rohstoffe im Bereich chemischer Grundstoffe leisten. Also weg von den fossilen und biogenes CO2 mit einbinden. Die notwendige Biomasse bildet dabei ein regeneratives Kohlenstoffreservoir ab, welches Teil eines geschlossenen Kohlenstoffkreislaufes werden kann. Die Technologien zur Einbindung sind prinzipiell vorhanden, also die Synthese. Wir bauen hier auf konventionelle Prozesse auf, die es seit vielen Jahrzehnten gibt, die in der chemischen Industrie zur Anwendung kommen. Wir haben dann oder hätten dann ein alternatives Nutzungskonzept für Biogasanlagen. Und die Herausforderung aktuell besteht noch natürlich in den Gestehungskosten für etwaige Produkte, die ich damit generieren kann. Also in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit, dann auf die Logistik natürlich bezüglich Verfügbarkeit vor Ort. Man muss das Biogas, CO2 und Wasserstoff natürlich zusammenbringen und das Produkt natürlich dann auch speichern und logistisch dann wieder verteilen können. Und damit bin ich bereits am Ende meines Vortrages. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und stehe Ihnen für Fragen offen. Herzlichen Dank, Dr. Anger. Auch ein total spannendes alternatives Thema, da einem natürlich so im normalen Gebrauch der Klimawende, Energiegewinnung gar nicht so bewusst ist. Es gibt eine Frage an Sie, die schon ziemlich speziell in die Richtung einer Umrüstung geht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon beantwortet kann. Wird es in absehbarer Zeit Bausätze, Umrüstung von BHKW-Motoren auf 100% H2-Ready-Wasserstoff geben? Ich kann mir das eigentlich so noch nicht vorstellen. Also wenn man den Stand der Forschung sieht. Nicht ganz. Also wir haben in verschiedenen Projekten, wir sind in Kooperation auch mit Motorenentwicklern, auch für motorische BHKW. Das Thema Wasserstoff haben insbesondere bei Gasmotoren haben die schon lange aufgegriffen. Und im Prinzip gewisse Beimischungen zunächst sind kein Problem. 10, 20, 30% damit können die leben, können dann auch mit, das ist jetzt natürlich motorische Wissenschaft, Forschung und Entwicklung, Zündverzugszeit und so weiter spielt eine Rolle. Wasserstoff zündet eher und so weiter, damit kann man spielen. Aber die Entwicklungen auch bei den Großen gehen dahin auf reine Wasserstoffmotoren. Ob es direkt ein Umrüstungsset für bestehende Anlagen gibt, geben wird dann zu 100% Wasserstoff, das kann ich an der Stelle nicht beantworten. Aber nur zur Info, vielleicht kennen Sie das, noch vor wenigen Jahren ist BMW, die sind mit Wasserstoffmotoren draußen rumgefahren. Drei oder vier Prototypen, die haben die dann leider offiziell alle verschrottet. Aber die sind mit motorischer Wasserstoffverbrennung im Prinzip unterwegs gewesen. Ja, also es ist machbar. Okay, vielen herzlichen Dank. Damit würde ich unseren dritten Referenten zu uns bitten, Dr. Knuhl. Da ist er. Okay. Ja, Dr. Knuhl, total interessantes Thema auch. Bei Papier denken wir im alltäglichen Gebrauch an Drucken, Schreiben, alles mögliche Verpackungen, aber wohl kaum an Spezialpapiere, die auch zu einer nachhaltigen Energieversorgung beitragen können. Und wir sind gespannt auf Ihren Vortrag, wie das funktionieren kann. Bitte schön. Vielen Dank für die Einführung. Genau, so kenne ich das die letzten 3 Jahre, seitdem ich hier an der Papierischen Stiftung schon beschäftigt bin, dass eben diese Thematik so ein bisschen auch ein Randgebiet ist bei uns, was ganz speziell ist. Nichtsdestotrotz beschäftigen wir uns natürlich schon seit vielen Jahren mit Nachhaltigkeit. Papier ist ein sehr nachhaltiger Werkstoff. Und wenn man den Werkstoff sich betrachtet, ist es auch, wenn man ihn sozusagen in die Kreislaufwirtschaft wieder zurückführt, also recycelt, ist es einer der
sagen wir, Prozesse weltweit, wo am meisten von diesem Abfall, so nenne ich es jetzt mal, ne, was man weghaut, wieder recycelt wird. Und wir wollen halt versuchen, eben diese Papiere in neue Anwendungen auch zu überführen. Und wenn Sie mal weitergehen im Vortrag, noch eine Folie weiter bitte, genau, dann kennen Sie eben, wie es gerade schon erwähnt wurde, Papier aus dem täglichen Bedarf als Kopierpapier zum Beispiel, Eierschalenkartons. Es ist zwar ein spezielles Verfahren, nicht auf der Papiermaschine hergestellt, aber besteht halt auch aus Zellstoff. Wir haben Bücher, Zeitungen, wir haben natürlich Verpackungen, also alles, was Verpackungssektor und Amazon oder auch Zalando und den anderen gängigen Firmen versendet wird, sind natürlich alles Kartonagen und die bestehen natürlich dann aus recyceltem Papier, aber es ist halt alles Zellstoff. Und bei farbigen Kopierpapieren, man sieht das unten in der Mitte, werden natürlich einerseits Füllstoffe, wie bei den anderen Papieren auch, ins Papier eingebracht, um, wenn ich es Ihnen mal zeigen kann, zum Beispiel auch eine gewisse Weiße zu bekommen, werden halt Füllstoffe hinzugesetzt, aber auch, um natürlich am Ende Kosten zu sparen. Also Zellstoff ist relativ teuer im Vergleich zu den Füllstoffen, die eingesetzt werden, wie zum Beispiel Calciumcarbonat. Ich kann also damit die Kosten senken und damit ist auch klar, warum am Ende ein Kopierpapier halt bloß ein paar Cent kostet in der Herstellung oder für uns, wenn wir es kaufen. Und was wir machen, sehen wir in der nächsten Folie. Das ist eine Animation, genau. Wir nehmen also Naturfasern, Nadelholz oder Laubholz oder auch Baumwolle zum Beispiel. Und diese Fasern können dann mechanisch aufbereitet werden, unter anderem. Es geht auch chemisch oder enzymatisch. Es gibt auch andere Möglichkeiten hier dargestellt. Also man kann noch Mikro- und Nanozellulose, das sind so ein paar Begriffe, die immer wieder jetzt auch fallen, neuerdings zusetzen. Und diese modifizierten Fasern werden dann in einer Faserstoffsuspension eigentlich auf einer Papiermaschine zu einem Blatt Papier geformt. Die Füllstoffe sind ja auch hier schon mal dargestellt, werden mit zugesetzt in die Faserstoffsuspension. Das Ganze wird geflockt. Das kann man sich vorstellen wie bei Kaffee mit Milch. Wenn man eben zum Beispiel Zitrone reingibt, dann fällt die Kaffeesahne als Flocken aus. Das bewirkt man hier. Und das muss natürlich am Ende trotzdem homogen sein, gleichmäßig verteilt. Man möchte also keine, so man nennt das Wolkenbildung. Das kann man auch erkennen, wenn Sie mal ein Papier nehmen und das gegen das Licht halten. Das ist das Erste, was so ein Papiermacher auch immer macht, zu schauen, wie ist die Verteilung eben der Füllstoffe und der Fasern. Und was wir jetzt machen hier, ist eben statt die günstigen Füllstoffe wie Calciumcarbonat, dass wir Füllstoffe einsetzen wie Titan, Kupfer, Edelstahl, aber auch keramische Pulver, also zum Beispiel Aluminiumoxid oder auch Graphit, um bestimmte Funktionalitäten im Papier hervorzurufen. Und das funktioniert nur, indem eben mindestens 70%, also Masseprozent des Papiers am Ende aus dem Füllstoff bestehen. Nur so können wir dann die Eigenschaften generieren. Und in der nächsten Folie ist das nochmal dargestellt, um das halt hinzubekommen. Diese Flockung, davon hatte ich erwähnt, brauchen wir eben diese Faserstoffe oben in der Mitte dargestellt. Einmal als Beispiel aus einer Rasterelektronenmikroskopieaufnahme zu ein paar Zellstofffasern, dann der Füllstoff und dann brauchen wir natürlich Additive, um eben diese Flockung hinzubekommen. Das sind verschiedene Additive, je nach Füllstoffart auch entsprechend unterschiedlich dosiert. Und dann kommt ein hochgefülltes Papier raus, das ist einmal unten auch dargestellt, aber ich habe es natürlich auch hier nochmal für Sie zum Zeigen. Das ist jetzt ein mit Graphit gefülltes Papier. Das ist auf biegsam, Sie sehen das, es ist flexibel, es geht also nicht kaputt. Und genau, Sie können sozusagen dies auch dann weiterverarbeiten. In der Rasterelektronenmikroskopieaufnahme unten in der Mitte zeigt auch nochmal im Querschnitt so ein Papier, wie ich es jetzt gerade gezeigt habe. Sie sehen dunkel die Zellstofffaser und drumherum die ganzen hellen Bereiche, das sind die Füllstoffpartikel. Was hat das Ganze jetzt mit der Energiewende zu tun? Das sehen wir eben auf der nächsten Folie. Der Herr Dr. Anger und der Herr Dr. Safarik haben so ein bisschen schon eingeführt in diese Sektorenkopplung und auch all was damit zusammenhängt. Und wir beschränken uns eigentlich auf drei Themengebiete aus diesem 7. Energieforschungsprogramm der Bundesregierung. Das ist einerseits die Energieumwandlung. Das ist zweitens die effiziente Nutzung von Energie. Das heißt, wir wollen Prozesse, die es eben schon gibt, im Wirkungsgrad steigern durch neue Werkstoffe, die wir einsetzen. Und am Ende natürlich, was wir brauchen, ist Speichertechnologien. Das heißt, wie können wir eben den Strom, der nachhaltig produziert wird, langfristig speichern, aber auch kurzfristig.
Der Herr Dr. Anger hat es gerade eben schon gezeigt, man kann Power-to-X-Konzepte nutzen. Wir können aber hier genauso natürlich in den Bereich Batterien gehen, der DOCS-Flow-Batterien zum Beispiel oder Lithium-Ionen-Batterien. Auch dort sind unsere Papiere von der Anwendung her einsetzbar. In der nächsten Folie habe ich mal drei Projekte dargestellt. Ich möchte mit dem Projekt ganz unten beginnen, weil es abgeschlossen ist und schon am längsten auch ja, sozusagen für uns die Grundlagen geschaffen hat für diese hier gezeigten Graphitpapiere. Das sind Elektroden in mikrobiellen elektrochemischen Elektrolysezellen und die nutzen wir eben diese Papiere dort, um Bakterien auf der Oberfläche anzusiedeln. Und diese Bakterien setzen dann die organischen Bestandteile, die essen das sozusagen in Anführungsstrichen und produzieren dabei Elektronen und die werden dann an die Elektrode abgegeben und darüber kann ich dann zum Beispiel Wasserstoff produzieren. Und wir haben in diesem Projekt auch Demonstratoren gefertigt. Jetzt muss ich mal hier rübergreifen, dass Sie das sehen. Das ist also so eine Elektrode aufgespannt auf Kupferstäben, um eben auch zu gewährleisten, dass es jetzt hier keinen Kurzschluss gibt. Sie sehen, wir haben eine sehr große Fläche gegenüber dem gesamten Volumen und das Wasser wird jetzt hier von oben nach unten oder von unten nach oben, je nachdem, hindurchgeleitet werden und die Bakterien auf der Oberfläche, die sich dann dort ansiedeln. Das sieht man gleich im zweiten Demonstrator. Kleinen Moment, der ist etwas schwerer. Sieht man das auch? Hier haben wir mal so einen Demonstrator nach 10-monatigem Einsatz in Abwasserreinigung und Sie sehen, wir haben eine Veränderung auf der Oberfläche. Das ist also so leicht grünlich und das sind noch Rückstände von den Bakterien, die eben darauf angesiedelt sind. Dieses Projekt konnten wir erfolgreich zu Ende führen. Und wenn wir nochmal auf die Folie jetzt schauen, in dem zweiten Projekt, die Elektrokatalyse zur CO2-Konvertierung, also von Kohlendioxid zu Kohlenmonoxid, dort verwenden wir nun diese vorentwickelten Papiere als Gasdiffusionselektrode. Und das bedeutet eben, dass wir hier eine hohe Porosität brauchen, um das CO2 zum Katalysator zu bringen, um es dann zu Kohlenmonoxid zu reduzieren. Worauf ich aber etwas näher eingehen möchte, ist das erste Projekt. Das hat auch die Frau Dr. Meinelt schon am Anfang erwähnt. Das ist eben das Projekt, wo wir auch für den Otto-von-Guericke-Preis nominiert sind. Das sind die Titanpapier-Stromverteiler. Und hier geht es halt darum, Stromverteiler aus papierabgeleiteten Werkstoffen herzustellen. Und was wir machen ist, wir bringen hier Titan als Füllstoff ein. In der nächsten Folie. Genau, sehen wir nochmal ganz kurz so eine Funktionsskizze einer Elektrolysezelle. Mittlerweile kennen das natürlich sehr viele und ich will es auch nicht im Detail jetzt nochmal alles durchgehen, aber worauf es ankommt, ist eben, wir haben eine Kathode und eine Anode und dazwischen ein Separator. Das ist also grundlegend immer bei einer Elektrolysezelle identisch. Es gibt nämlich verschiedene Formen. Es gibt eine alkalische Elektrolysezelle, PEM-Elektrolysezelle zum Beispiel und noch weitere Formen, auch mit Keramiken, die eingesetzt werden. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, sondern wichtig ist eben dieser Stromverteiler, der hier angedeutet ist auf der Anode. Und der wird herkömmlich oder konventionell aus Titanfliesen hergestellt. Das ist relativ aufwendig und teuer. Und wir brauchen eine ganz hohe Porosität dieses Flieses oder dieses Werkstoffes, um eben die Gase und genauso aber auch die Flüssigkeiten zur Membran hinzuführen und auch wieder abzuführen. Und wir haben uns halt überlegt, okay, wir können ja diese hochgefüllten Papiere nehmen. Wir machen dort Titan als Füllstoff rein. Und da sehen wir auf der nächsten Folie, dass uns das auch gelungen ist, dass wir also auf der linken Seite mal eine Rasterelektronenmikroskopieaufnahme, Sie haben das vor uns schon mal gesehen, jetzt aber mit Titan als Füllstoff. Sie sehen dort sehr gut in der hohen Aufnahme, also im unteren Bild, die Titanpartikel. Die sind sphärisch, haben so ein ja, D90 von um die 15 Mikrometer. Ist also relativ fein oder grob, je nachdem, wie es jemand bezeichnen möchte. Sie sehen aber, dass das homogen verteilt ist und jetzt fragen Sie sich natürlich, na gut, wie wird das Papier jetzt eingesetzt? Was wir jetzt machen ist, wir setzen das Papier einer thermischen Behandlung aus. Das heißt, unter Ausschluss von Sauerstoff wird dieses Papier thermisch behandelt. Das bedeutet, dass die Zellstofffasern verbrennen und die Titanpartikel miteinander versindern. Ja, und dann erhalten wir oben rechts das gesinderte Papier, da sehen Sie auch nochmal so eine Aufnahme eines solchen gesinderten Papieres. Sie sehen die Porosität jetzt als schwarze Punkte und außen herum die versinderten Titanpartikel. Und das Produkt sehen Sie unten rechts oder auch nochmal hier, habe ich es mitgebracht. Sie haben also ein Titanblech mit einer Porosität von bis zu 60%. Man hört es vielleicht auch.
dass es metallisch klingt. Es ist noch etwas spröde, weil wir Fremdstoffe enthalten haben, wie Kohlenstoff oder auch Stickstoff, was zu einer gewissen Sprödigkeit führt. Aber wichtig entscheidend ist, dass wir dieses Titanblech eingebaut haben in den Elektrolyseur. Und wir kommen gegenüber den Titanfliesen auf dieselbe Performance, sind aber ca. 10-20% kostengünstiger an der Herstellung derzeit. Und das wäre natürlich schon ein Fortschritt, wenn diese Elektrolyseure, da der Stromverteiler einen großen Anteil des Preises ausmacht an diesen Elektrolysezellen, dass man eben da die Kosten senken kann, um es auch für den als Massenprodukt oder auf dem Markt halt etwas besser zu etablieren. Und ich hoffe, dass ich Ihnen zeigen konnte, dass eben Papier nicht gleich Papier ist. Das ist immer ein sehr entscheidender Faktor. Es ist halt ein neuer Werkstoff für viele Leute, die mit Standardmaterialien wie Metallen oder Keramiken oder Kunststoffen arbeiten. Die haben Papier nicht so auf dem Schirm. Und ich hoffe, dass ich zeigen konnte, dass wir hier wirklich flache Halbzeuge herstellen können, die man weiterverarbeiten kann. Das kann auch zu dreidimensionalen Strukturen sein. Sie sehen das hier als Wellenstrukturen oder auch hier nochmal eine Wellpappe mit einem flachen Papier außen herum. Und dass wir maßgeschneidert Eigenschaften generieren können, um eben diese Papiere in vielen verschiedenen Anwendungen einzusetzen. Genau, und damit wäre ich am Ende meines Vortrags, wenn Sie nochmal eine Folie weitergehen können. Genau, wenn Sie Fragen haben, gerne an den Herrn Dr. Thaye oder an mich. Und auch jetzt gerne noch über den Chat bin ich gerne bereit, Fragen zu beantworten. Vielen herzlichen Dank für die Einführung in die Spezialpapiere. Sie haben gesagt, 10-20% preiswerter ist das Ganze. Da müssten sich ja eigentlich Anwender drauf stürzen aus der Industrie und sagen, wir würden das gerne mal ausprobieren. Wie sehen Sie das Szenario? Bis wann wird es oder wie lange wird es dauern, bis dort wirklich einsatzfähige Spezialpapiere vorhanden sind, die flächendeckend auch mehr eingesetzt werden können? Es ist relativ schwierig einzuschätzen. Wir können halt darstellen, dass es möglich ist, diese Papiere einzusetzen. Jedoch haben wir noch viele Fragestellungen, die offen sind, die wir derzeit nicht beantworten können. Das ist zum Beispiel eben, ob es Migration von bestimmten Stoffen gibt, die in diesen finalen Werkstoffen enthalten sind, die dann der Elektrolyse zum Beispiel schaden. Ja, dem Elektrolyten, die können rein migrieren, können zu Korrosion oder auch zum Bauteilversagen führen. Und das sind Sachen, die wir eben jetzt in dem Folgeprojekt, von dem Projekt, was ich gezeigt habe, zum Beispiel untersuchen wollen. Und auch, wie groß können wir am Ende werden. Jetzt haben wir so kleine Bauteile gehabt, die sind 5x5 cm. Das ist natürlich nichts. Wir müssen also viel größer werden. Und die Herausforderung besteht eben dann, diese Bauteile eben auch so zu fertigen, dass sie nicht kaputt gehen, bis man sie eingebaut hat in den Elektrolyseur. Und ich schätze, es wird noch sicherlich 2-3 Jahre dauern, wenn wir weiterhin so gut arbeiten können. Okay, vielen Dank. Dr. Knull, ich möchte gerne Dr. Safarik, Dr. Anger auch wieder mit dazu bitten. Wir haben einige Fragen im Chat und haben noch ungefähr 5-6 Minuten Zeit, um dort Fragen zu beantworten. Sie können sich gerne, liebe Gäste, im Nachhinein an die drei Referenten mit Ihren Fragen, auch konkreten Anregungen etc., wenn die Präsentationen sind ja zum Download, zum Herunterladen und wir blenden auch nochmal die Kontaktdaten dann mit ein. Die erste Frage an Dr. Safarik. Wie hoch sind die Kosten für den Betrieb Ihrer Anlagen oder solcher Anlagen? Hier müssten doch sicher gerade notwendige Elektroleistungen eine große Rolle spielen. Ja, das ist genau der Knackpunkt generell für die Wärmewende sozusagen. Also wenn man das Ziel hat, erneuerbaren Strom für die Wärmeerzeugung einzusetzen, dann wird das natürlich momentan dadurch behindert, dass Gas und Öl in Kilowattstunden gerechnet wesentlich günstiger sind als der Strom. Und das ist maßgeblich auch eine Frage der Abgaben und des regulatorischen Systems. Und da gibt es ja von politischer Seite erste Bestrebungen, dies zu ändern, indem eben sozusagen der
die Einnahmen aus den CO2-Zertifikaten, die jetzt eingeführt wurden Anfang des Jahres, werden ja unter anderem dafür verwendet, die EEG-Umlage abzusenken. Und ich denke, dass das in der nächsten Legislaturperiode weiter in diese Richtung gehen wird und auch gehen muss. Von technischer Seite kann man nur probieren, eben die Effizienz, also die Leistungszahl der Wärmepumpe so zu steigern, dass man quasi diesem Energiepreisgap zwischen Gas und Strom entgegenwirken kann. Also je höher die Effizienz ist, umso eher schafft man das. Und da ist natürlich die Wärme-Kälte-Kopplung insbesondere ein sehr lohnenswerter Ansatz. Aber klar, die Betriebskosten sind das A und O, und das macht es auch momentan schwierig dort. Sie hatten ja vorhin gefragt, was machen wir mit der Wärme? Und das ist eben auch die Schwierigkeit, jetzt so ein Pilotprojekt umzusetzen, weil quasi ein Betreiber, wenn es jetzt die Stadtwerke sind, unter den momentanen Gegebenheiten mit jeder Betriebsstunde Geld zusetzen müssten für den Betrieb so einer Anlage. Und das kriegt man leider auch fördertechnisch sehr schwer abgebildet. Vielen Dank. Eine Frage an Dr. Anger. Ein bisschen in die Zukunft geschaut. Wie wird sich aus Ihrer Sicht der Marktanteil für Biomethan im Vergleich zum grünen, türkisen Wasserstoff sektorbezogen entwickeln? Das ist so ein bisschen Abschätzung. Prognosen sind immer schwierig natürlich. Türkiser Wasserstoff hatten Sie gesagt im Prinzip, richtig? Richtig. Genau, ne? Also da reden wir ja von im Prinzip Pyrolyse, und das ist ja immer noch erdgasbasiert, was man ja eigentlich nicht mehr will. Aber es kann eine gute Brückentechnologie sein zur Umstellung auf eine große Wasserstoffwirtschaft. Ne? Erdgas, sag mal, ist ja noch in Unmengen da, auch für die nächsten Jahrzehnte. Wenn man das dadurch defossilisiert, das kann natürlich blauer oder türkiser Wasserstoff sein, kann es einen Beitrag leisten, bis man dann auf die andere Seite gefahren ist, wobei ich nicht glaube, dass es nur allein Bio sein wird, aber auch über regenerative Energien dann den grünen Wasserstoff bereitzustellen, weil das können wir zurzeit noch nicht, ne? Weder durch Wind noch Strom, durch Photovoltaik, da braucht es andere Strategien. Von daher Brückentechnologien, um dann, wenn wir den grünen Wasserstoff in großen Mengen zur Verfügung haben in vielen Jahrzehnten, das Ganze dann nochmal abzulösen. Okay, vielen Dank. Dr. Knuhl, noch eine Frage. Sie haben ja Titan sehr als Füllstoff präferiert. Gibt es aus anderen Füllstoffen vielleicht Szenarien in den Anwendungen für Spezialpapiere, die Sie überhaupt nicht thematisiert haben, wo die Idee aber schon vielleicht vorhanden ist? Ja, also wir können natürlich mit Graphit, das hatte ich ja gezeigt, wenn wir Graphit einbringen, können wir das versuchen, in Batterien einzubringen. Ich hatte vorhin schon mal erwähnt, die Redox-Flow-Batterie, das ist so ein Thema, wo wir momentan ein bisschen dran arbeiten. Da darf ich noch nicht so viel im Detail dazu sagen, weil da sind wir gerade eben mit einem Partner dabei, auch mit einem Unternehmen zusammen, das voranzutreiben, um eben Redox-Flow-Batterien nachhaltiger zu machen, weil es eben auch sehr harsche Bedingungen sind, also bei pH-Wert 0 zum Beispiel. Das ist auch nicht so günstig für die Zellstofffasern. Also da müssen wir uns weit aus dem Fenster lehnen, um auch, sagen wir, das so zu entwickeln, dass es dann wirklich auch für die Anwendung gedacht sein kann, auch dass es 10 Jahre zum Beispiel einsetzbar ist. Also das wäre eine Möglichkeit, oder halt die keramischen Füllstoffe. Da haben wir ja hier in Dresden eine Firma ansässig mit Sunfire. Jetzt mache ich halt mal ein bisschen Werbung, aber das kann man auch machen. Das ist ein sehr schönes Projekt gewesen und hat sich gut entwickelt, wo man eben die keramischen, ich sag mal, bei denen sind es Folien, nutzt, um halt dort die Brennstoff- und Elektrolysezellen damit auszurüsten. Und das könnte man genauso gut mit unseren Papieren natürlich machen. Es ist dann immer die Frage, die Herstellungsprozesse, welcher ist günstiger und welcher ist eben für das Unternehmen dann am sinnvollsten, natürlich auch hinsichtlich der Kosten. Vielen Dank. Dr. Knuhl hat jetzt nochmal Stichwort auch Unternehmen und Anwendungsszenarien gebracht. Zum Abschluss möchte ich gern an Sie, hi, Dr. Safarik hat es schon fast beantwortet mit seiner Folie, mal die Frage stellen, für welche Forschungsthemen, Projekte
werden im Moment Unternehmen bei gesucht? Kann man sich einfach an die Institute wenden und sagen, sie würden gerne mitmachen? Bei Dr. Safarik ganz spannend fand ich auch, gibt es auch viel in der Region, die im Bereich Anlagenbau tätig sind. Ich denke, ich würde mal die Frage weitergeben an Dr. Anger und Dr. Knohl nochmal. Ja, also bei uns ist so, bei uns sind recht herzlich willkommen Unternehmen, die sich bei unseren FOE-Themen beteiligen wollen. Im Prinzip, wir bieten jetzt mittlerweile von Laboruntersuchung bis zu einer fertigen Anlage das Engineering an, als Dienstleistung auch, im Prinzip die Planung, Auslegung und so weiter und so fort. Und was brauchst du zum Betrieb so einer Anlage? Unternehmen, die im Bereich Automatisierung unterwegs sind, Anlagenbau natürlich auch. Das kann aber auch eine ZIS sein für sicherheitsrechtliche Aspekte und so weiter und so fort. Und sie sind ja eingeladen, sich dort zu beteiligen im Rahmen von FOE-Projekten. Und das Ganze bieten wir aber auch als Dienstleistung an, kann ich so sagen, an der Stelle. Machen da auch Wirtschaftlichkeitsstudien, um mal zu schauen, um solche Themen, solche On-Site-Anlagen im kleinen Maßstab mal zu schauen, wie wirtschaftlich das Ganze ist. Vielen Dank, Dr. Knohl. Ja, bei uns ist es so, Papierhersteller, die Ihnen helfen? Ja, für Papierhersteller ist immer so ein Problem. Viele kleine KMUs, die gibt es natürlich auch hier in Sachsen. Ja, da muss die Peripherie stimmen, aber natürlich sind wir daran interessiert, das vom Technikumsmaßstab in die industrielle Fertigung zu überführen. Das ist ein großer Punkt, um eben dann auch Kunden, die diese Papiere kaufen wollen, das anbieten zu können. Aber wir sind natürlich auch daran interessiert, mit Anwendern das weiterzuentwickeln, unsere Papiere dahingehend eben spezifisch auch weiterzuentwickeln, dass es eben auch nicht nur jetzt in Elektrolysezellen eingesetzt werden kann, sondern auch zum Beispiel im Bereich der Katalyse zum Beispiel wäre denkbar. Und die Unternehmen hier aus der Region sind immer herzlich willkommen, natürlich auch wie beim Herrn Dr. Anger, an projektbegleitenden Ausschüssen, an unseren F&E-Projekten teilzunehmen, weil nur so können wir auch lernen, was will die Industrie, was braucht die Industrie. Dann ist das mal einfach aneinander vorbei entwickelt und am Ende haben wir zwar schöne Produkte und Werkstoffe, aber eigentlich kann man sie nirgendwo einsetzen. Dr. Safarik, möchten Sie noch mal ergänzen oder ist auf Ihrer Folie alles gesagt worden? Ja, ich habe versucht, das alles auf der Folie unterzubringen. Ja, ja, war sehr ausführlich. Vielen herzlichen Dank an Sie drei. Wir sind mit unserer Zeit am Ende. Bitte, liebe Gäste, senden Sie Ihre Fragen direkt an die Referenten, treten Sie mit ihnen in Kontakt. Wie gesagt, die Institutstüren sind für Industrie und Unternehmen offen und man sucht dort Ihre Partnerschaft für die Weiterentwicklung der Themen. Bitte geben Sie uns auch Ihr Feedback. Ich möchte Sie gerne am Ende nochmal aufmerksam machen auf den nächsten SIG Science Talk am 15. Juli. Dort wird sich alles um die Themen Technologie und Prozesse drehen. Referenten sind dabei aus dem Institut für Holztechnologie in Dresden, dem CETEX-Institut hier in Chemnitz und dem Kunststoffzentrum Leipzig. Ich persönlich verabschiede mich mit diesem dritten Science Talk als Moderatorin von Ihnen, möchte mich bei der Sächsischen Industrieforschungsgemeinschaft herzlich bedanken, dass wir mit dem P3M Marketing Team diese Veranstaltungsreihe in der Anlaufphase begleiten durften. Es wird weitere Online SIG Science Talks geben. Die Resonanz war sehr gut. Wir haben danach Partnerschaften auch von den Instituten kommuniziert bekommen. Wir freuen uns auf weitere Teilnehmer und Gäste, werden persönlich auch diese Veranstaltung weiter daran teilnehmen, weil wir sie sehr spannend finden. Wir wünschen weiterhin viel Erfolg. Bleiben Sie gesund. Wir freuen uns auf viele interessante Projekte und gute Woche noch, Ina Meinelt. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.